Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Moment of Silence. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir hängen im Moment ein bisschen. Wir haben diese Puppe, diesen Faden, den Schlüssel, den Ketchup und das Brot. Und den Vogel, wenn wir rausgehen. Aber irgendwie hat nichts geklappt. Ich habe überlegt, ob wir da vielleicht irgendwie einen Dummy machen könnten oder so. Aber das geht nichts. Das Ding ist ja viel zu klein. Das ist ja vielleicht nur so groß oder so ähnlich. Mit dem Vogel habe ich überlegt, dass der irgendwie den Baum noch weiter runterbringen könnte, damit wir halt weiterkommen. Hat auch nichts gebracht. Hier drin finde ich überhaupt nichts mehr. Draußen finde ich nichts mehr. Im Gang finde ich nichts mehr. Meine Überlegung war vielleicht, dass wir vielleicht was war das jetzt für ein Geräusch? War das jetzt ja im Spiel oder war das draußen? Keine Ahnung. Nee, was ich mir überlegt habe, ist tatsächlich, dass es vielleicht erst am nächsten Tag weitergeht, weil am nächsten Tag hat ja auch zum Beispiel Brad gefehlt und wir konnten ans Ketchup ankommen. Vielleicht ist es jetzt genauso, jetzt wo wir das Ding haben, dass vielleicht dann was passiert. Aber wenn wir hier alles offen lassen und so weiter, da fällt doch der Verdacht gleich auf uns. Das heißt, wir müssen das Ding auch wieder zu... Jetzt aber schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Wieder zumachen. Abschließen und ihm den Schlüssel geben. Ah, okay. Ich muss einfach nur zumachen, nicht abschließen mehr. Aber den Schlüssel müssen wir wahrscheinlich auch ihn wieder geben, weil das fällt auch auf, wenn der Schlüssel da fehlt. Und es geht auch. Okay. Oh, das war knapp. Macht ja auch so Sinn. Und macht, hat alles ignoriert. Okay. Ah, er ist auf jeden Fall jetzt mal weg. Gittertür kommen wir auch nicht rein. Und ansonsten hat sich ja auch nicht wirklich was geändert. Okay, dann probieren wir es nochmal mit der nächsten Nacht. Oder nächsten Tag halt aus. Die oberen Zellen gehen zu. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen die Zellen unserer Etage gleich auf. Officer, kann ich Sie noch mal kurz sprechen? Das wird langsam... Was gibt... Ich habe eine Frage zu Ihrem Kollegen, Sir. Und? Wo ist Officer Smith? Okay, Smith ist anscheinend weg. Wo ist Officer Smith? Er hat sich krank gemeldet, Wright. Es ist eine verdammt seltsame Sache passiert, als er hier bei Ihnen war. Ja, ich glaube, er hat sich Ketchup über den Kopf geschüttet, oder? Warum hat er das eigentlich gemacht? Er kann sich an nichts mehr erinnern. Der Schock. Als die Zellentür knallte und das rote Zeug an ihm herunterlief, dachte er, man hätte auf ihn geschossen. Sie haben nicht zufällig was damit zu tun, oder? Nein. Ich? Nein, nein, Sir, bestimmt nicht. Vielleicht ist das drüben bei Brad passiert, irgendein dummer Zufall. Ich werde ein Auge auf Sie haben, Wright. Klar. Ja, Sir, völlig klar, Sir. Okay, das war's dann. Sonst noch dumme Fragen? Nein, das wäre es, Sir. Dann geht's auf und wir kommen raus ohne die Inspektion. Er ist nicht da. Also da, das scheint alles jetzt gepasst zu haben. Ist vielleicht... Nee, Brad ist immer noch nicht da. Ich glaube, der wird auch nicht mehr auftauchen. Also es gab auf jeden Fall was. Da ist der Vogel wieder. Und hier hat sich nichts geändert, okay. Also es gab auf jeden Fall was. Dings ist weg, das heißt, wir kommen jetzt auch nicht mehr in diesen Raum rein, weil wir den Schlüssel ja nicht mehr haben. Und da ich nicht glaube, dass es hier eine Sackgasse gibt im Spiel, heißt es, wir sind hier fertig. Andererseits, was wäre passiert? Ah, wahrscheinlich, wenn wir das Ding nicht mitgenommen hätten, ja, hätte er gesagt,
mir fehlt noch etwas, bevor er das Ding wieder zugemacht hätte und ihm den Schlüssel gegeben hätte. Schätze ich mal. Weil sonst hätten wir ja ein Problem gehabt. Also, okay. Wir haben alles. Lass uns nochmal rekapitulieren. Wir sind hier angekommen. Wir haben unsere Einweisung gekriegt. Wir wurden zum Arzt, zum Zahnarzt gebracht. Der hat irgendwas mit unseren Zahn getan. Da hätte ich vielleicht jetzt auch eine Idee. Dann nur das übliche Blabla. Dann mit Brad, der aber auch nicht mehr da ist. Mit Smith, der aber auch nicht mehr da ist. Das ist also fertig. Mit dem Ast haben wir hier. Damit können wir zwar hochspringen, aber das war's. Mehr passiert nicht. Der Vogel ist da, den können wir füttern, einpacken, aber mehr passiert auch nicht. Die Idee. Zahn. Die haben doch irgendwas mit unseren Zahn gemacht. Vielleicht ist das eine... Wenn man flieht, dass unser, wie bei Suicide Squad, unser Kopf explodiert. Vielleicht auch was ganz anderes, eine Überwachungsteil oder sowas. Und kennt ihr das? Von Zahnärzten, von Comics und so weiter... Faden um den Zahn rummachen und eine Tür zuschlagen, damit das dann rausreißt mit der Zellentür. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich wüsste zwar nicht, wie uns das weiterbringt, aber dann wäre der Zahn vielleicht weg. Und das, was mit da gemacht worden ist, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Probieren wir es mal aus. Ich glaube, ich habe auch vorhin was gesehen, dass die Zellentür einen Hotspot hat. Die jetzt... Ne, das ist nur Zellentrakt. Okay, da muss wahrscheinlich die Tür zu sein. Probieren wir es nochmal aus, also. Die oberen Zellen gehen zu. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen die Zellen unserer Etage gleich auf. Türgitter, da haben wir was. Die automatische Gittertür. Der Rock, mit dem sie aufgeht, hat es in sich. Genau. Ah, verdammt. Ich war noch nicht so weit. Na gut. Also nochmal. Aber das könnte sein, wenn er jetzt schon sagt, der Ruck hat's in sich. Und ja, das könnte tatsächlich die Lösung sein. Die oberen Zellen. Ja, macht's. Wow, 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 wow. Das ist echt übel. Boah, das kann ich gar nicht mit anschauen. Autsch. Das konnte ich nicht mit ansehen. Okay. Liegt der Zahn jetzt hier draußen? Ah ne, wir haben den im Inventar. Gott, das ist er. Mein Zahn. Und dieser Sadist aus dem Behandlungsraum hat mir einen Peilsender einplombiert. Okay, wir haben einen Peilsender. Oh, verflucht. Können wir den jetzt einfach die Toilette runterspülen? Wieso ist jetzt... Okay, das ist ein Bug. Können wir den Officer Burton anheften? Nee. Officer, kann ich... Das wird was? Sonst noch... Nein, das... Okay. Das war jetzt ein Bug, dass die Tür wieder zu war. Was machen wir dann jetzt mit dem Zahn? Und dieser warte mal. Den geben wir den Vogel, oder? Der fliegt mit dem Zahn weg. Und die glauben, da das ein Peilsender ist, hat er ja gesagt gehabt. Peilsender war es, oder? Gott, das ist er. Mein Zahn. Und dieser Sadist aus dem Behandlungsraum hat mir einen Peilsender. Peilsender, genau. Dann geben wir den Vogel, der fliegt davon. Die Leute glauben, wir wären geflohen und wir haben Nachensicherheit hier. Das macht auch viel mehr Sinn als mit dem Baum. Oh, ist es gerade dunkel? Wieso ist es jetzt dunkel? Wahrscheinlich wegen dem Zahn, weil wir den jetzt haben. Okay.
So. Nimm mal den Zahn mit. Und jetzt muss ich eigentlich wahrscheinlich... Ja, es ist tatsächlich dunkel geworden. Können wir jetzt den Vogel mit der Mauer benutzen? Ne, die Mauer ist auch weg. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich einfach nochmal reingehen. Dann lässt er den Vogel fliegen. Und dann ist Hai Gaudi. So, der Zahn ist weg. Und jetzt? Jetzt ist der Zahn wieder da. Okay, das ist ein bisschen verbuggt, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt ein bisschen verbuggt. Also, das heißt, wir müssen mit dem Vogel draußen was machen. Vielleicht doch irgendwie mit der Hofmauer benutzen? Schauen wir mal. Also, Zahn nochmal. Und guck mal, da war jetzt... Ja, genau. So. Der hat den Zahn. Ich darf noch nicht mehr reingehen, weil wenn ich reingehe, lässt er den Vogel wieder fliegen und der Zahn ist wieder in unserem Ding. Ah, Nachthimmel. Wir müssen den Vogel wahrscheinlich mit dem Nachthimmel benutzen. Genau. Haha. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, jetzt oder nie. Dann zum Baum wahrscheinlich. Der Wind scheint ja auch stärker geworden zu sein. Ah. Mist, ich hab's abgebrochen, was... Aber ich glaube, da kam keine Animation dazu. Im Ernst jetzt? Die haben gerade die Freiheitsstatue abgeschossen. Ho, ho, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 8. Oktober 2044. Ich hab die Freiheitsstatue abgeschossen. Okay, und damit glauben sie wahrscheinlich, dass Peter Wright jetzt auch gestorben ist. Das heißt, wir sind für sie tot und wir werden nicht mehr gesucht. Uff. Ja, es tut mir leid, dass ich das eine Dialogzeile abgebrochen habe. Ich glaube, eine Animation habe ich nicht abgebrochen. Und ich denke, er hat einfach nur gesagt, ich gehe jetzt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Wo gehen wir hin? Gehen wir in den Park? Nee, das bringt nichts. Wir gehen wahrscheinlich erstmal zu uns nach Hause. Hm, falls wir überhaupt noch reinkommen. Oder soll man mit Bob reden, dass wir wieder da sind? Ja, wir können ja auch nicht... Ah, hallo Bob, wir sind wieder da. Frisch aus dem Gefängnis ausgebrochen. Psst, Bob, nicht erschrecken. Peter, was zum... Leise, Bob. Ich habe ziemlich üble Probleme. Sie müssen mir helfen. Ich habe keinen Messenger mehr. Geben Sie mir eine Magnetbahnfahrkarte schnell. Sie wollen die Magnetbahn benutzen? Sind Sie denn verrückt? Bob, bitte. Ich muss hier weg und zwar sofort. Okay, okay. Natürlich. Danke, Bob. Tausend Dank. Sie müssen sich stellen, Peter. Soweit kommt's noch. Ich muss los. Kein Wort zu niemandem, okay? Okay. Viel Glück. Alles klar. Eine Magnetbahnfahrkarte für mehrere Fahrten. Okay, aber wo ist die Bahn? Nach Hause geht er wahrscheinlich nicht. Aber eigentlich sollte er ja als tot gelten. Probier's mal aus, ob's geht. Nein. Zu Hause werden sie mich als erstes suchen.
falls sie nicht glauben, dass du tot bist. Okay, Magnetbahn. Da kommen wir nicht mit dem Auto hin, schätze ich mal. Müssen wir jetzt die Straße vielleicht runter? Das ging ja die ganze Zeit nicht. Geht es jetzt? Da hinten geht... Nee, geht auch nicht. Habe ich hier irgendwie noch was ver... Ach, Moment, da, Magnetbahn. Das ist neu. Ich brauche ein Ticket. Ja, haben wir doch schon. So. Okay, hier sind wir wieder. Dann Antiquitätenladen. Kommen wir da jetzt einfach so rein? Ha, es ist offen. So, ist die Taube angekommen und hat sie den Schlüssel? Ja, sie ist da. Okay, den Schlüssel wird er wahrscheinlich schon abgenommen haben. Die Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich im Raum hinten. Nee, hier kann man nichts. Okay. Also, ich schätze mal im Raum hinten. Falls wir dann irgendwie mal nach hinten kommen. Ja, der Gute ist auch verhaftet worden. Das sind die Artikel über Anschläge auf Kommunikationseinrichtungen. Die Bombenkampagne. Ja, kennen wir alles schon. Nee, aber hier scheint auch nichts. Die Kasse vielleicht, Registrierkasse, dass das in die Kasse reingetan hat. Oder hier hinten irgendwo? Nee, aber das ist, das ist nix. Wir brauchen den Schlüssel und dann müssen wir irgendwie wieder zur U-Bahn kommen. Oder er hat unser Zeug natürlich geholt. Das könnte natürlich auch sein. Dass er unser Zeug aus dem Spind rausgeholt hat. Aber wo zum Henker ist es dann? Also die Brieftaube ist jedenfalls da. Und da er hier ist, will er es auch holen. Oh Gott, was ist denn das für ein Ding? Die Kasse? Ich schätze, hier mit dem Messenger zu bezahlen wird problematisch. Bla bla bla, kennen wir doch alles schon. Ah, wo hat er das Zeug dann hin? Das sind hauptsächlich, wenn ich mich nicht... Ne, das hat man ja schon, da ist nichts Neues. Das muss doch hier irgendwo sein. Wenn nicht hinten, dann irgendwo hier im Laden. Das Problem ist, das ganze Zeug zu finden. Wo hat er den Schlüssel hin? Ich hätte jetzt gesagt, Registrierkasse. Vielleicht hat er das Zeug auch geholt. Was eigentlich logisch wäre, dann hätten wir unseren Messenger wieder, um weiterzukommen. Gehst du mal hier... Moment, hier stehen bleiben. Hier ist nichts. Habe ich es doch bei den Brieftauben übersehen? Oh Mann. Ja, dann lauf halt so rum. Ein Globus aus einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung war. Obwohl, vermutlich war sie auch nicht besser als jetzt. Kannst du was benutzen mit? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es draußen irgendwo sein soll. Aber nee, das verstehe ich echt nicht gerade. Irgendwo muss es sein. Wahrscheinlich finden wir es noch nicht. Liegt wahrscheinlich ganz offensichtlich irgendwo und wir finden es nicht. Oder, nee, die Tauben hatten ja auch keinen Hotspot, glaube ich. Was übersehe ich? Hier sehe ich auch nichts. Okay, gehen wir nochmal zu den Tauben hoch. So.
Aber hier habe ich auch nirgends einen Hotspot. Und wie gesagt, wenn sie kommt, dann wird er auf jeden Fall den Schlüssel zumindest abmachen. Also das wäre relativ sicher, aber... Das muss hier irgendwo sein. Hat er irgendwie eine Geheimkammer? Okay, okay. Jetzt schnell mit der Magnetbahn zum Flughafen. Ich brauche meine Sachen zurück. Okay, da war der Schlüssel im Kronleuchter. Gut. Die Frage ist... Ja, dann können wir mit dem Ticket weiterreisen. Und dann reisen wir wahrscheinlich Cypher hinterher. Der kann vielleicht was mit den Koordinaten anfangen. Das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Und eine Idee. Ich würde sagen, dann mache ich ja mal Schluss. Und in der nächsten Folge holen wir dann unser Zeug. Gut, bis dahin, macht's gut. Und tschüss.